Nee, und was mir in Erinnerung bleiben wird, ist, nachdem wir uns eine Stunde über sein Buch, eine kurze Geschichte der Zeit unterhalten haben, sagt er zu mir, er guckt gar nicht regelmäßig tagtäglich. Ist nicht wahr. Ja, ist wahr. Im heutigen tagtäglich verabschieden wir uns von einem vielleicht der größten Wissenschaftler unserer Tage und haben aber auch andere Tech-Themen noch und tolle Zuschauerkommentare gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist Gigatech, ich bin Amir, tech-täglich vom 14.03. Ihr habt es gerade schon gehört, traurige Nachricht, der große Stephen Hawking ist gestorben. Man kann bestimmt sagen, einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Frank, guck nicht so skeptisch. Er ist einer der größten Wissenschaftler, vielleicht aller Zeiten sogar. Ja, du guckst mich gerade so skeptisch an, aber ist vielleicht dann... Okay, gut. Betroffen hat Frank geguckt. Ich glaube, Hawking kann man in einer Reihe mit Isaac Newton und mit Albert Einstein nennen, guten Gewissens. Wir haben einen Artikel dazu auf... Marie Curie, natürlich. Wir haben einen Artikel dazu auf Giga, also wenn ihr noch mal wissen wollt, was hat Stephen Hawking eigentlich Großartiges geleistet, dann schaut euch den an unter giga.de/tech. Dann gibt es Neuigkeiten, haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen, zu Spectre Meltdown, diesen Exploits, die in allen Prozessoren eigentlich, allen Prozessoren, eigentlich drin sind. Und zwar hat Microsoft neue Patches veröffentlicht für Windows 10 mit installiertem Fall Creators Update, der jetzt wohl diese Sicherheitslücken neben Skylake-Prozessoren, da wurde wohl schon mal ein Patch ausgerollt, jetzt auch für CPUs der Kaby Lake und Coffee Lake Reihe schließt. Also wenn ihr entsprechende die werden gar nicht angeboten, müsst ihr selbst runterladen und installieren. Also wenn ihr so einen Prozessor habt, ich habe so einen nicht, aber ich habe einen älteren, aber ich probiere trotzdem mal, ob ich das installieren kann. Sicher ist sicher, oder Frank? Ja, vielleicht mal auch alles kaputt, aber egal. Wir haben auf jeden Fall den Link für euch im Artikel unter giga.de/software oder giga.de/windows. Nee, giga.de/software, wo ihr diese Updates runterladen könnt. Ach, guck mal, da ist sogar ein Hinweis. Falls ihr nicht wisst, welcher Prozessor in eurem System verbaut ist, hilft euch unser Artikel, welchen Prozessor habe ich. Könnt ihr dann gleich klicken, wenn ihr wie ich nicht genau wisst, welche Reihe es ist. Weißt du, was mein Prozessor für? Du hast einen Core i5-3770. Ja, K. Ja, was ist das für eine Baureihe? Gab es nicht auch mal Daisy Broadway. Chain? Was? Oder kann sein. Was, 35? Ja. 35. Das ist Ivy Bridge. Ivy Bridge. Am geilsten finde ich ja die Namen dieser Prozessoren. Auf, Robert zu verarschen. unser großer CPU-Kenner, der Robert hier in der Redaktion. Dann gute Nachrichten, wobei Frank meinte, naja, ist ja kein Kunststück, zum kommenden LG G7. Das soll günstiger werden als das Samsung Galaxy S9. Überraschung. Und zwar gibt es jetzt einen Bericht der ET News, die sagen, Standardvariante 800 US-Dollar. Das ist wirklich günstiger als das S9. Alles, was wir sonst so zum LG G7 wissen, lest ihr im Artikel unter giga.de/android. Und dann ist noch nicht online, deswegen kann ich auch noch gar nichts spoilern, aber es geht in den nächsten Minuten unser Testbericht zum Samsung Galaxy S9 Plus online. Oh. Das Einzige, was ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen kann, ich habe nämlich die URL schon, unter der nachher erscheinen wird, und aus der kann ich den Titel des Testberichts ablesen, zu hoch gepokert. Da verspricht ja nichts Gutes. Samsung Galaxy S9 Plus im Test, zu hoch gepokert. Und ich kenne die Wertung schon und trotzdem ist es ein trotzdem sehr, sehr gutes Telefon. Ja, also das glaube ich. Aber man muss auch mit einem sehr, sehr guten Telefon durchaus kritisch ins... kritisch ins... Zu Gericht? Ins Gericht? Ins Gericht gehen. Zu Verkehr. In den Krieg ziehen. So, also das lest ihr dann gleich, also beziehungsweise wenn der Tech-Tech nicht online ist, ist das auch online unter giga.de/android. So, dann noch zwei kuriose Meldungen, und zwar gibt es in Großbritannien jetzt eine App, mit der ihr als Privatperson Falschparker anschwärzen könnt und dann auch noch Geld damit verdient. Das funktioniert so, ihr lauft so rum und dann seht ihr, der parkt scheiße, gefällt mir nicht. Dann macht ihr ein Foto davon und auch von dem Kennzeichen, schickt das an die App. Und in dem Moment, wo der kriegt dann einen Strafzettel, und in dem Moment, wo der den Strafzettel bezahlt hat, kriegt ihr 11,50 Euro Provision. Warum wird das eigentlich in Euro angegeben? Großbritannien ist doch gar nicht mehr oder war noch nie in der Währungsunion. Umgerechnet 11,50 Euro bekommt ihr dann. Der schlimmste Feind im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Ah ja, der Denunziant. So, also das ist, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite könnte ich damit gerade bei mir in Kreuzberg in einer Stunde sehr viel Geld verdienen. Auf der anderen Seite ist natürlich eigentlich nicht schön, so blockwartmäßig rumzulaufen und jeden hier darauf hinzuweisen oder zu verpetzen, was er gerade falsch gemacht hat. Aber vielleicht, wenn du sonst
Nee, das sag ich jetzt nicht. Nee, sag mal besser nicht, Frank, was du jetzt wieder gedacht hast. Also alles zu dieser App, die es in Deutschland noch nicht gibt und wo ich auch noch nicht sicher bin, ob die so nach Deutschland kommen wird, lest ihr unter giga.de/tech. Das mag ja in Großbritannien probieren, aber in der EU, funktionieren in der EU, gibt es sowas eventuell nicht. Und dann wird es noch launiger, ebenfalls unter giga.de/tech. Da haben wir eine tolle Bilder zusammengesucht von eBay-Angeboten. Also Fotos von Dingen, die Leute bei eBay verkaufen wollten, die aber in den meisten Fällen spiegeln und wo man dann sieht in der Spiegelung, dass die, während die das fotografiert haben, nackt waren. Also ganz irre. Ich kann das nicht größer machen. Wir haben hier einen Teekessel. Doch, das kannst du doch wohl größer machen. Jetzt mal, lass doch mal. Ja, kannst auch so wischen. Ja, so. Und jetzt? Also wir haben hier so einen Teekessel und dann sieht man, dass der Mensch, der diesen Teekessel verkaufen wollte, hat den fotografiert mit einem Stativ und im Teekessel spiegelt er sich aber und er war nackt, als er das fotografiert hat. Und davon haben wir noch mehrere andere tolle Beispiele. Also tatsächlich auch zum Beispiel jemand, der vor so einem Schrank ein Kleidungsstück fotografiert hat, das da hing und seitlich aber nicht darauf geachtet hat, dass da ein Spiegel ist. Und man dann eben auch sieht, dass die Person beim Fotografieren nackt war. Sehr amüsante Bilder sind das hier, die ihr euch unter giga.de/tech anschauen könnt. Frank ist erstaunlich ruhig heute, weil er in den gestrigen Kommentaren ziemlich viel Ärger bekommen hat, weil er sehr viel reingequatscht hat. Das gefällt den Leuten nicht so gut. Deswegen hält er sich jetzt zurück. Und wir schauen dann jetzt aber auch gleich schon in die Zuschauerkommentare. Und zwar erstmal wieder ein tolles Lob für uns, das zum Ende richtig geil wird. Thorsten Nightlife sagt: Hallo TechTäglich Team, hallo Ami, hallo Frank. 1 Stunde, 8 Minuten, 16 Sekunden, das war die Zeit, wo in der iOS-App jetzt die Löschung von WhatsApp-Nachrichten möglich ist, also wurde verlängert, sind 4096 Sekunden, also 2 hoch 12 Sekunden. Super. Vielen Dank haben auch noch andere erklärt, erwähnt, aber Thorsten hat es auch noch erklärt. Jetzt wissen wir zwar immer noch nicht, warum diese Zahl gewählt wurde, aber irgendwas hat es sicher mit der Zweierpotenz zu tun. Vielleicht war das für Apple so einfacher zu programmieren. Naja, es hat ja nicht Apple programmiert, sondern Facebook. Ja, also es gibt ein eigenes Team bei WhatsApp, ja. Also immer noch das WhatsApp. Er schreibt aber auch dahinter, Ironie aus, war natürlich ein Scherz. Schöne Magie. So, und jetzt kommt aber das richtig tolle Lob für Frank und mich. PS, ihr seid einfach klasse, euch beiden würde ich sogar meine Schwester anvertrauen. Also das hören wir gerne, Frank, oder? Ja, hat aber auch so ein Geschmäckle, ne? Ja, aber das interpretierst du jetzt rein. Er meint jetzt einfach, dass wenn er mal weg muss, nicht aufpassen kann, er sagt, hier, meine kleine Schwester, passt bitte auf. Und dann weiß er, kriegt das auch in 2 Stunden wohlbehalten und unverdorben wieder zurück. Richtig, Thorsten, so ist das auch. Also wenn es mal dazu kommt, sag gerne Bescheid. Dann, wir hatten ja neulich schon die Idee mit dem Dash-Button. Man drückt, Frank und ich kommen zum Party machen vorbei. Aber wir können natürlich auch Sister-Sitting über einen Dash-Button dann anbieten. Da der in Deutschland bald eh verboten ist, kann ich das jetzt einfach mal so versprechen. Dann schreibt Generoid, ich hoffe, dass ihr morgen über Android 9 berichtet. Ich weiß nicht ganz, was du meinst. Ist irgendwas passiert in Bezug auf Android 9? Also es gibt eine Developer-Preview, aber schon seit 2 Wochen. Haben wir darüber berichtet? Seit 2 Wochen noch nicht. Ja klar, haben wir darüber berichtet. Ja, also da kannst du auf giga.de mal gucken nach Android 9. Da gibt es den aktuellen Stand, den wir zu Android 9 haben. Es ist jetzt aber die letzten Tage meines Wissens nichts Spannendes zu Android 9 weiter passiert. Deswegen kannst du ja nochmal heute schreiben, was du jetzt genau meinst mit Android 9. Dann hatten wir gestern über diese Häuser aus dem 3D-Drucker berichtet, die relativ günstig sind, nämlich 5.300 Euro im Moment, und womit Wohnungsnotstand weltweit behoben werden soll, indem halt Leute, die sonst keine Wohnung hätten, da günstig einziehen können. Richtige Anmerkung von Jörg B., aber auch anderen: Was bringt mir denn ein Haus für 5.300 Euro, wenn ich kein Grundstück habe, worauf ich setzen kann? Da hat er recht, daran haben entweder dieses NGO hat daran nicht gedacht oder wir auch nicht, weil ein Haus kannst du ja nicht einfach irgendwo hinsetzen, muss halt ein Grundstück haben. Öffentliche Grundstücke. Da muss es dann öffentliche, hier Tempelhofer Feld in Berlin zum Beispiel. Oder man geht einfach irgendwo hin und macht eine Siedlung. Ja, könnte man zupflastern alles mit so 3D-Druckhäusern. Aber richtige Anmerkung, stimmt. So. Und jetzt noch Zuschauerhilfe. Madara 801, hallo GigaTech, könnt ihr mir vielleicht ein Notebook-Netbook im 14-Zoll-Format unter 400 Euro empfehlen? Das wird lediglich zum Filme-Serien-Streamen und für sonstige Internetanwendungen gebraucht. Mails schreiben und Bilder verwalten sollte für das Gerät ebenfalls kein großes Problem darstellen. Gut, Mails würde ich auch online im Browser machen. Bilder verwalten kannst du auch online bei Google Fotos machen. Entsprechend empfehle ich dir ein Chromebook. Ein Chromebook könnte dafür ausreichend sein. Ich habe hier gerade mal ein bisschen geguckt. Gibt von HP so ein 14-Zoll-Chromebook, kostet um die 370 Euro. Gibt auch noch andere Chromebooks, also kannst du mal gucken. Wenn es jetzt Windows sein soll, habe ich auch mal exemplarisch hier so 2, also 14 Zoller gibt es zum Beispiel von Lenovo das IdeaPad, das kostet unter 400, oder von HP gibt es dieses 14. Da musst du schon die genaue Typen. Ja, da soll er mal ein bisschen googeln. Ganz ehrlich, ich stand tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit vor dem Problem und habe dann auch so ein relativ billiges HP-Gerät besorgt. Warte mal, Franks Mikro ist abgefallen.
Wieso Franks Mikro? Nee, ich stand auch vor kurzem für eine Bekannte, musste ich halt auch ein Gerät in der Preisklasse besorgen und hab dann ein HP besorgt und das war halt relativ räudig und ich würde tatsächlich mal bei eBay dann auf dem Gebrauchtmarkt nach einem nach einem Lenovo ThinkPad gucken, das nicht zu alt sein sollte, aber da kriegt man auch refurbished Modelle relativ günstig, also schau da mal nach. Das wäre so mein Rat. Oder ein Chromebook, ja. Gott. Mit dieser Kaufberatung beenden wir den heutigen Tag täglich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch da lassen, wenn es euch gefallen hat. Macht ihr sowieso mal. Wir sind sehr begeistert über die tolle Daumen hoch, Daumen runter Ratio, die wir haben. Macht euch einen wunderschönen Feierabend und wir sehen uns morgen wieder. Abonnieren natürlich. Bis dann. Tschüss.